Ich war eine renitente Schülerin. Ich wurde auch mal zwischen einem schriftlichen Abitur und einem mündlichen Abitur aus dem Grund für 14 Tage an die frische Luft gesetzt, weil man gemeint hat, ich sei die Anführerin von 4 Jungs, die alle auch renitent waren, aber irgendwie hat man geglaubt, man muss ein Exempel statuieren. Also ich habe das Abitur geschafft, das ist eigentlich die gute Nachricht. Sind Sie denn gerne zur Schule gegangen? Ich fand die Pausen immer total schön. Und ich fand bestimmte Fächer schön und heute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Physik schrecklich und wir hatten gerade 40 Jahre Abi und waren mit unserem Physiklehrer in der Schule und mir tat es wahnsinnig leid, weil heute würde mich Physik irrsinnig interessieren, bloß damals hat es mich nicht interessiert. Leider habe ich da eine falsche Zeiteinschätzung, was das angeht. Ich bin ein bisschen hinterher. Welche Geschichte fällt Ihnen denn ein, wenn Sie an Ihre Schulzeit zurückdenken? Jahrhunderte, weil wir waren ziemlich viel unterwegs. Also ich habe eine Clique gehabt, wie gesagt. Liebe Gäste, wir waren viel in Frankreich zum Skifahren und wir hatten einen tollen Französischlehrer, der wirklich super war. Und wir haben angefangen, vor sechs Jahren uns wieder regelmäßig zu treffen und gehen wieder miteinander Skifahren. Deswegen, also die Geschichten aus der Zeit sind einfach die Geschichten, die ganz viele haben, die nicht nur gelernt haben. Welchen Einfluss hatte die Schule auf Ihre jetzige Arbeit als Schriftstellerin? Also ich glaube gar keine. Meine Deutschlehrerin war immer völlig genervt, wenn sie von mir Deutschaufsätze über 12 DIN A4 Seiten bekommen hat. Und ich glaube, Fräulein Gassmann fand es nie richtig toll, was ich so in Deutsch mache. Und wahrscheinlich bin ich aus dem Grund Journalistin geworden, weil ich gedacht habe, so dir zeige ich es. Manches passiert ja aus Trotz gegen irgendeinen Lehrer. Ich fand mich ja immer gut in Deutsch. Sie fand mich nie gut in Deutsch und dachte ich mir so, und jetzt zeige ich dir, dass ich doch gut bin in Deutsch. Was wäre denn ein Rat, den Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben würden zum Thema Bildung? Also Bildung ist sicherlich der Türöffner für ganz, ganz vieles. Und auch unabhängig, ob man den Lehrer mag oder nicht mag, vieles hängt ja tatsächlich vom Lehrer ab. Manche Fächer ist man unheimlich gut, weil man den Lehrer mag und in anderen Fächern ist man schlecht, weil man sich schon innerlich sträubt. Also darüber hinaus zu denken und zu sagen, okay, das, was mich interessiert, das kann ich mir auch neben der Schule aneignen.